dass wir es tatsächlich geschafft haben bis hierher und ich hoffe, dass wir es dann auch als Gruppe tatsächlich nach Österreich schaffen. Ich begrüße auch all die, die jetzt nicht in der Kirche sind und uns live zugeschaltet sind, denn das ist das erste Mal, dass wir unsere Infoveranstaltung auch live bei YouTube streamen. Dafür ist unser Tech-Team, TechLive von der Gemeinde zuständig. Die fünf Jungs fahren übrigens auch mit, insofern kennt ihr die eigentlich schon. Ja, wir haben die Nachricht bekommen, solange Österreich uns einreisen lässt, so lange werden wir fahren. Und das haben wir auch vor. Wir werden bis eine Woche vor dem Abfahrttermin immer damit leben müssen, dass vielleicht noch eine Nachricht kommen sollte, dass wir in Österreich nicht einreisen dürfen. Das ist der einzige Grund, warum die Fahrt abgesagt werden könnte. Für diesen furchtbaren Fall, an den wir gar nicht hoffen und denken wollen, würdet ihr dann aber alle euer Fahrtgeld natürlich zu 100% erstattet bekommen. Sollte Österreich tatsächlich zu sein, werde ich noch versuchen, einen Ersatzort in Deutschland zu bekommen. Also wir sind mit dem Reiseservice Hansa so verblieben, dass wenn Österreich, wir wissen es nicht, vielleicht kommt ja noch die österreichische Variante oder HQ 2 oder so, keine Ahnung. Und deswegen, das wollen wir alles nicht hoffen, aber deswegen kann es ja sein. Und das heißt, die Woche vor unserer Abfahrt werde ich dann nochmal mit einem Infobrief euch alle informieren, was denn wirklich nun Sache ist. Aber was jetzt die Zahlen sagen und was jetzt die Prognosen sind, sieht es sehr, sehr gut aus. Und ich freue mich, dass wir fahren, dass mein Team alle ausnahmslos gesagt haben, sie fahren mit. Und so wollen wir uns euch auch erstmal vorstellen. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Pastor Philipp Graffam. Ich leite die Freizeit. Zum 11. Mal fahre ich dieses Jahr mit. Und die meisten von den Team sind schon auch schon mehrere Male mitgefahren. Viele von denen als Teilnehmer. Dieses Jahr das erste Mal als Betreuer, aber das sagen sie euch jetzt gleich selber. Jetzt stelle ich euch, oder sie stellen sich selber vor. Einmal das Team, bitte. Vielleicht fangen wir bei dir an, Lukas. Genau. Ja, ich bin Lukas Graffam, ich bin, wie der Name schon sagt, der Sohn vom Pastor und fahre jetzt zum dritten Mal als Betreuer mit und sonst immer als Teilnehmer. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Jahr und hoffe, dass wir auch hinkommen können, aber ich glaube schon. Ja, hallo, ich bin Silja Vielhauer, ich bin 19 Jahre alt und ich fahre dieses Jahr das erste Mal als Betreuerin mit und bin seit 2015 aber immer als Teilnehmerin mitgefahren und freue mich, dieses Jahr die Freizeit von der anderen Seite mal mitzuerleben. Hallo, mein Name ist Sven Dreger. Ich fahre dieses Jahr das zweite Mal mit als Küchenmitglied, beziehungsweise das dritte Mal, aber das zweite Mal in Folge. Ich freue mich sehr, viele Gesichter wiederzusehen von letztem Jahr, freue mich aber auch, neue Gesichter zu sehen und denke, dass wir eine gute Zeit haben werden. Ich bin Ursula Meier. Ich fahre das dritte Mal bereits mit und bin für die Küche verantwortlich. Und ja, das Schönste ist eigentlich immer, wenn die Betreuer und die Jugendlichen satt, zufrieden und glücklich sind. Ja, hallo, ich bin Lena Mücke und ein bisschen klein für das Mikro, aber 20 Jahre alt, fahre jetzt das dritte Mal als Betreuerin mit, studiere in Hannover Religionspädagogik und freue mich, dass ich ganz viele von euch dieses Jahr wiedersehe und auf alle anderen freue ich mich natürlich auch, die kennenzulernen.
Ja, ich bin Wenke, ich bin 19 Jahre alt, bin die letzten 6 Jahre immer als Teilnehmer mitgefahren, dieses Jahr auch das erste Mal als Betreuer und freue mich sehr auf die Zeit mit euch. Ja, ich bin Judith, auch 19 Jahre alt und fahre dieses Jahr auch das erste Mal als Betreuerin mit und bin seit 2014 als Teilnehmerin dabei und freue mich schon sehr, mit euch auf die Reise zu gehen. Ja, genau. Wie ihr feststellt, wir haben ein ziemlich junges, neues Team. Einer fehlt noch, der konnte heute Abend nicht, der wird aber mitfahren, das ist Immo Braune. Den kennt ihr ja vielleicht, der kann heute nicht, aber der fährt auch noch mit. Wenn ihr sie vielleicht vermisst, weil sie in den letzten 10 Jahren dabei war, Sarah Ablass fährt tatsächlich nicht mit, also unsere Shop Queen ist diesmal nicht dabei. Auch ihr Mann Daniel ist nicht dabei. Aber einen sehr schönen Grund haben die beiden, denn Sarah ist schwanger und es hätte zu einer Niederkunft auf der Freizeit kommen können. Und da habe ich dann gesagt, na gut, dann darfst du zu Hause bleiben. Aber ich soll alle, die sie kennen, und ganz herzlich grüßen. Und sie hat schon jemand im Team, das verraten wir jetzt aber noch nicht, auch die Verantwortung über den Shop gegeben. Also das wird, also diese Tradition wird weiter fortgesetzt. Und Daniel ist natürlich als Vater dann auch zu Hause geblieben oder bleibt zu Hause, genau. Ja. Wir fahren tatsächlich nach Österreich und zwar zum kurzen Hof bei Radstadt in die Berge. Es ist für mich das erste Mal, dass ich ein solches Terrain als ein Domizil aussuche. Als Norddeutscher liebe ich die norddeutsche Tiefebene, aber es kann ja mal interessant sein, auch auf einen Berg zu steigen. Gerade auch im biblischen Kontext spielen die Berge eine große Rolle. Und so sagen wir Grüß Gott, wie man in Österreich sagt, was ja auch gleichzeitig das Motto unserer Freizeit ist. Zur Lage ist es zu sagen, dass der Kurzenhof sich 5 Kilometer außerhalb von Radstadt befindet, am Fuße der Fagaralm. Und er ist, und das ist in doppelter Hinsicht dieses Jahr sehr gut, wir haben eine Alleinlage, das heißt, wir haben nicht so viele Leute um uns herum. Das wird sich beim Schickabend dann in der Lautstärke der Musik bemerkbar machen, dass wir das können und für unser Hygienekonzept natürlich eigentlich auch sehr ideal. Wir liegen auf einem kleinen sonnigen Hügel, hoffen wir, dass wir Sonne haben und etwa 1200 Meter über dem Meeresspiegel oder wie man in Österreich sagt, über der Seehöhe. Unser Haus ist eine sehr gemütliche, komfortable Unterkunft. So wird sie zumindest beschrieben, aber die Beschreibungen, die wir von den Häusern haben, die sind meistens passend, sieht man mal von der Größe der Zimmer im letzten Jahr ab. Aber ansonsten eigentlich immer gute Häuser und auch dieses verspricht sehr schön zu sein. Die Innenausstattung, es bietet Platz für Gruppen bis zu 40 Personen. So viele sind wir gar nicht, wir sind 35, so viele habe ich auch gemeldet. Ich freue mich, dass 26 sich angemeldet haben. Das heißt, wenn ihr noch einen Freund oder eine Freundin haben solltet, 4 Plätze sind noch frei. Also, aber es spielt sonst keine Rolle, wir sind schon gut besetzt und gut dabei, das freut mich sehr. Hellfreundlich und zweckmäßig eingerichtet, hauseigene geprüfte Quellwasserversorgung, das kennen einige noch aus Italien, das ist sehr schön, dass man da Frischwasser hat. Großer Eingangsraum für Schuhtrocken- und Tischtennisschuhbereich. So dass auch für eure Freizeit gut Platz ist. Kleiner Aufenthaltsraum mit Kicker, Stellablagen und Internetanschluss. Okay, den hätte ich jetzt mal rausnehmen sollen, aber das klären wir dann vor Ort. Genau, dann 2 Speise- und Aufenthaltsräume, sodass wir dann auch gut Platz haben, um
einmal zu essen und dann uns im Plenum in der Gruppe zu treffen. Und der Kurzenhof verspricht einen Panoramablick in die Berge. Also, was will man mehr? Für unsere Küche freut sich da, hat sich da auch über gefreut, eine große Gemeinschaftsküche, in die ihr dann ja auch in den Diensten, die wir immer einteilt, regelmäßig drin sein werdet. Und die Unterkunft für euch sind gemütliche 2 bis 4 Bettzimmer. Ihr werdet wahrscheinlich mehr in den 4 Bettzimmern sein. Ich glaube, es gibt 1 6 Bettzimmer. Das werden wir aber dann im Bus noch klären. Dann machen wir so eine Liste, da könnt ihr euch dann schon überlegen, mit wem ihr in ein Zimmer wollt. Und es gibt dann auch 2 große Baderäume. Einige Zimmer haben ein Bad mit dran, aber das wird wahrscheinlich für die Leitung sein. Auf jeden Fall ist ausreichend sanitärer Bereich da. Außenanlage wird auch als sehr komfortabel beschrieben. Es gibt ein Basketballkorbfeld, es gibt einen Volleyballplatz, es gibt genug Tische und Bierbänke und für draußen, wenn das Wetter es erlaubt, werden wir vielleicht auch bestimmt die ein oder andere Mahlzeit mal draußen nehmen. Und es gibt einen Grillplatz, der schon erwähnte Brunnen mit dem Quellwasser, wo ihr euch mit frischem Wasser versorgen könnt. Es gibt eine romantische Bank um eine Buche herum und einen Kräutergarten. Ich hoffe, dass die Küche sich daran bedienen darf. Ja, die Spiel- und Fußballwiese hatte ich vorhin schon erwähnt. Und für die noch jung gebliebenen gibt es auch einen Spielplatz mit Rutsche und einen Naturbadeteich mit Bachlauf und Lagerfeuerplatz. Also ihr müsst Badezeug mitbringen. Es gibt einen See dort direkt am Haus. Der wird wohl temperiert sein. Laut Aussage des Hauses hat der so 14 bis 15 Grad im Sommer. Also morgens rein und man ist frisch. Und dann ist viel Platz drumherum, hauseigene Wiesen und Wälder, was für unsere Geländespiele und so weiter von großem Vorteil sein wird. Für alle, die sich freuen, es gibt gute Wandermöglichkeiten direkt vom Haus auf die Fageralm. Ich weiß, einige von euch können es gar nicht erwarten, sich den Fuß zu verletzen und nicht mitzuwandern, aber nein. Es wird auf jeden Fall mindestens das Angebot geben, dass wir wandern. Genau. Das ist unsere offizielle Adresse. Falls man nochmal schreiben will oder anrufen will oder sich per Mail erkundigen will, wie es geht, wie es den Kindern geht, das ist unsere Adresse vor Ort und das ist meine Telefonnummer. Die müsste eigentlich auch auf dem 2. Infobrief stehen, im Adressenteil. Also unter der Adresse, Telefonnummer bin ich immer zu erreichen, sodass wir, falls was sein sollte, Sie mich da im Notfall anrufen können. Österreich, das EU-Handy und Streaming-Dienste sind, die Roaming-Preise sind wie bei uns. Insofern dürfte es mit den Handys kein Problem geben. Ja, jetzt kommen wir zu dem, was für uns natürlich immer in diesen Zeiten sehr wichtig ist, unser Hygienekonzept. Und dazu möchte ich einmal bitten, Judith, dass du die Hygienezettel dafür verteilst. Wir sind natürlich angehalten, ein Hygienekonzept vorzustellen. Ich gehe es jetzt hier nicht in Gänze durch. Ihr kriegt alle so einen Zettel, wo dieses Hygienekonzept drinsteht. Also, sobald ihr den Zettel habt, könnt ihr da einmal draufschauen. 2 Merkmale möchte ich hier erwähnen, die besonders wichtig sind. Es gibt mit Sicherheit wieder ein strenges Buskonzept. Denn wenn wir hin- und zurückfahren, fahren wir mit einem Reisebus. Und wir sind angehalten, uns an das Buskonzept, Hygienekonzept zu halten. Das wird euch dann vor Ort im Bus vom Busfahrer noch mitgeteilt. Im letzten Jahr, und ich fürchte, das wird dieses Jahr auch so sein, muss die Maske während der ganzen Zeit im Bus getragen werden.
Es gibt Dinge, über die diskutiere ich gerne, nur nicht über die, die ich nicht ändern kann. Und deswegen ist das Hygienekonzept vom Bus für uns maßgeblich. Es kann auch sein, dass es wieder so ist wie im letzten Jahr, dass ihr in Einzelreihen sitzen müsst. Das hat einfach den Grund, weil der Fahrer geschützt werden muss und wir an Tankstellen und so auch halten. Und vor Ort angekommen und den Bus dann verlassen und alles im Haus verstaut, betrachten wir uns als geschlossene Gruppe ohne Kontakt zur Außenwelt. Das heißt, wir sind dann ein Haushalt. Im Haus verzichten wir dann auf die Abstandsregeln, verzichten auf Maske, wir werden im Haus singen, wir werden am Tisch zusammensitzen. Das, was Freizeit am schönsten macht, wird also alles vor Ort möglich sein. Das beinhaltet natürlich, und so steht es auch im Konzept, dass wir nur unter den Regeln vor Ort das Haus verlassen dürfen. Und wenn wir mal privat einkaufen wollt, dann muss natürlich die Hygienebestimmung vor Ort eingehalten werden. Deswegen bitte ich euch, genug Masken im Handgepäck mitzuhaben. Wir werden aber auch im Gruppengepäck einige Masken mithaben. Für das Hygienekonzept, das habe ich jetzt hier vergessen aufzuschreiben, ist einmal noch ganz wichtig. Das ist wirklich etwas, worauf wir bestehen müssen, dass wir, bevor ihr in den Bus steigt, einen Impftest nachweisen müsst. Ein Impftest. Jetzt kriegen alle einen Herzinfarkt hier, mich eingeschlossen. Nein, ein Schnelltest natürlich, genau, ein negatives Ergebnis eines Schnelltests. Es reicht nicht den man zu Hause machen kann und sagen, ich habe mich getestet, ich bin negativ, sondern es muss einer von der Apotheke sein und er darf nicht älter als 12 Stunden sein. 24, aber am besten, wenn ihr Freitagnachmittag euch testen lässt. Ja, ihr kennt das ja aus der Schule und das wird am Samstag früh, wenn wir losfahren, dann auch von uns kontrolliert und dieser Test muss vorliegen. Und wenn wir dann ankommen, sind wir 4 Tage im Haus und dann haben wir Tests im Gruppengepäck und wir werden die ganze Gruppe einmal durchtesten und jeden Morgen beim Frühstück euer Fieber messen. Wir haben auch einen Ausflug geplant, einen schönen Ausflug, wie ich finde. Wenn wir den machen, werden wir nach dem Ausflug 3 Tage danach auch noch einmal einen Test, den wir im Gruppengepäck haben, mit euch machen. Genau, soweit einmal zum Hygienekonzept. Jetzt habe ich viel geredet, jetzt gibt es dazu Fragen oder Einwände oder das gilt übrigens immer. Ist Ihnen alles soweit klar? Sind Sie damit einverstanden? Da hinten ist eine Frage. Ja, weil wir, also die Frage war, ich weiß nicht, ob es alle verstanden haben, wie das mit vollständig Geimpften ist. Ja, wir müssen auch die müssen einen Test zeigen, weil es noch nicht ganz klar ist, ob diese nicht auch noch ansteckend sind. Deswegen ist das eine gute Frage, gut, dass Sie das gesagt haben, aber das muss leider vorliegen, ja. Genau. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt und damit bitte ich euch mal die Packliste zu verteilen. Genau, jedes Jahr haben wir ja unsere Packliste, die ja fast immer gleich ist, aber doch lohnt es sich, darauf zu gucken, weil manche Sachen sind dann doch für das Jahr immer besonders. Was ich schon erwähnt hatte, wichtig ist, dass ihr Mund- und Nasenschutz, also eine Maske mitbringt und es reicht nicht keine Stoffmaske, sondern eine OP- oder eine FFP2-Maske. Dann
gibt es wieder unseren allzeit beliebten Schickabend. Das ist ein besonderer Abend für alle, die es nicht wissen, wo wir uns schön anziehen, die Küche uns ein tolles Essen kocht und danach machen wir noch andere schöne Dinge. Und für diesen Abend ziehen wir uns schön an, das kleine Schwarze oder ein Anzug oder das, was ihr für schick haltet, das packt doch bitte ein. Was auf keinen Fall mit dabei sein darf, sind Alkohol und Drogen. Wir sind eine absolut alkohol- und drogenfreie Freizeit. Auch wir Erwachsenenbetreuer, wenn wir Pause haben, wir trinken in den 14 Tagen absolut keinen Alkohol. Und ich möchte euch auch bitten, euch diese Regel zu wirklich ernst zu nehmen. Wir hatten noch nie einen Vorfall und das wäre auch schön, wenn das in diesem Jahr so bleibt. Also bitte keinen Alkohol einpacken oder andere Drogen. Stereoanlage und Fernseher braucht ihr auch nicht. Ihr habt natürlich euer Handy, das dürft ihr dabei haben. In der Freizeit könnt ihr auch Musik hören. Wenn ihr so eine Soundbox habt oder so, habe ich auch nichts dagegen. Wir müssen nur dann, wenn sie im Einsatz ist, immer gegenseitig darauf achten, dass die anderen das nicht nervt. Ich gucke gerade auch mal zu unserer Küche, die das Anstrengendste hat und die müssen morgens immer sehr früh raus. Und deswegen haben wir ja auch, und kommen wir nachher noch bei den Regeln, eine Nachtruhe, aber auch da brauchen wir manchmal unsere Ruhezeiten im Haus. Genau. Ansonsten geht die Packliste durch. Was nochmal ein Punkt ist, wo ich darauf hinweisen möchte, ist die dreiteilige Bettwäsche. Das heißt Laken, Deckenbezug und Kopfkissen. Keine Schlafsäcke. Ihr braucht auch kein Bettwerk. Betten und Kissen sind vorhanden, aber diese dreiteilige Bettwäsche muss sein. Die Betten müssen komplett bezogen werden. Genau. Gut. Ich gucke mal in mein Team. Ich glaube, das war das Wesentliche zur Packliste. Ne? Ach so, genau. Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einen Beitrag zum Frühstück erbeten. Wir haben im letzten Jahr entweder ein Glas Marmelade oder ein Glas Schokocreme, ohne die Firma jetzt zu nennen, oder ein Glas Honig. Wenn jeder ein Glas mitbringt, dann haut's gut hin. Vielleicht könnt ihr mir sagen später, was ihr mitbringt, dass wir das ein bisschen sammeln. Ich habe jetzt dummerweise die Zettel vergessen dafür, aber das kriegen wir noch hin. Wir werden in diesem Jahr übrigens keine WhatsApp-Gruppe vorweg machen, weil das bringt mich in arge Schwierigkeiten, solche Gruppen zu gründen. Deswegen werden wir auf der Internetseite die Informationen auch immer weitergeben und euch dann über E-Mail und Telefon und Brief informieren. Ja. Genau. Genau. Das gleiche gilt auch für das Schuhwerk. Also wir brauchen verschiedene Schuhe. Wir brauchen wandertaugliche Schuhe. Wir brauchen Hausschuhe. Wir brauchen sportlich taugliche Schuhe und Freizeitschuhe. Also ja, die Kleidung. Da hat Lena eben darauf hingewiesen. Wir brauchen nicht nur Kleidung für einen schönen heißen Sommertag, sondern es kann auch mal empfindlich kalt werden. Und deswegen ist wärmere Kleidung, ein guter Pullover und vor allem regenfeste Kleidung auch sehr wichtig. Genau. Zur Reisekasse. In der Reisekasse enthalten sind Busfahrt und Unterkunft, Verpflegung für die 14 Tage, wo wir da sind, Getränke, es gibt wieder unseren beliebten Eistee oder das frische Quellwasser und das gesamte Programm.
in der Reisekasse nicht enthalten, deswegen plant euch auch ein gewisses Taschengeld ein, sind Snacks und Süßigkeiten, Post, falls ihr doch noch mal eine Karte oder einen Brief verschicken wollt, besondere Getränke, Brause oder solche Dinge, eure Handyausgaben und auch keine Krankenversicherung. Das heißt, jeder, das hatte ich, glaube ich, auch im ersten Infobrief schon geschrieben, jeder, der sich anmeldet, sollte eine bei sich, bei seiner Krankenkasse erkundigen, wie das ist mit der Auslandsversicherung. Fürs Taschengeld, ich sag mal so 2 Euro pro Tag, das ist schon sehr viel. Und wir haben ja unseren Shop und der Shop ist ausgestattet mit vielen lauter gesunden Sachen so. Und relativ günstig. Also wir verdienen an dem Shop nichts, sondern er ist fast so, wie es im Laden kostet, kostet es bei uns auch. Für eine gute gemeinsame Zeit gibt es wieder unsere beliebten Regeln. Einige können sie schon auswendig runterbeten. Ich sage sie trotzdem nochmal. Wir trinken während der gesamten Fahrt keinen Alkohol. Wir nehmen keine Drogen und haben sie auch nicht dabei. Wir rauchen erst ab 18 und nur an den dafür ausgewiesenen Plätzen. Wir hören unsere Musik so, dass wir keinen stören. Wir verlassen das Gelände nur zu dritt. Das ist eine ganz wichtige Regel, nachdem wir uns beim LVD, das ist der Leiter oder die Leiterin vom Dienst, immer von unseren Betreuern hat am Tag einer die Leitung inne und bei dem meldet man sich ab und sagt, ich, Kaya, Lotte und Tore gehen jetzt einkaufen. Und dann wissen wir das. Entschuldigung, dass ich euch gerade, mir fielen eure Namen jetzt gerade ein. Genau. Und dabei folgen wir ausnahmslos den Anweisungen der Betreuer, und zwar auch aller Betreuer und nicht nur meinen Anweisungen. Wichtig ist auch die Regel, dass kein Foto von Teilnehmern und besonders auch nicht von Betreuern auf Facebook, Instagram oder anderen sozialen Netzwerken landet, es sei denn, diese erlauben das. Eine ganz wichtige Regel. Genau. Haus, Möbel und Geräte behandeln wir besonders gut. Lauenburg hat den Ruf, immer ein sehr ordentliches und ein sehr sauberes Haus zu hinterlassen. Letztes Jahr hat man uns sogar 200 Euro erlassen vom Gesamtgruppenpreis als Dankeschön dafür, dass das Haus hinterher so ordentlich und sauber war. Also, das kriegen wir dieses Jahr auch wieder hin, aber auch letztes Jahr ist was zu Bruch gegangen. Das passiert immer, wenn so viele zusammen sind und das sagen wir gleich und dann ist es sofort geregelt. Wichtig ist, dass wir unser Hygienekonzept einhalten. Wir haben um 23 Uhr Bettruhe. Die halten wir auch unbedingt ein. Und unser Programm, wir haben Vormittagsprogramm, Nachmittagsprogramm, Abendprogramm. Das ist verpflichtend, aber deswegen fahrt ihr ja auch mit. Und dazwischen ist natürlich auch viel Freizeit und nur die Morgen- und die Abendandacht ist freiwillig. Ansonsten haben wir ja auch ein sehr christliches Profil und wer möchte, kann zu den Andachten kommen. Wer morgens die Zeit noch nutzen will, um sich frisch zu machen oder so, braucht nicht zu kommen. Während des Programmpunktes brauchen wir auch keine Handys und ansonsten in der Freizeit könnt ihr die natürlich benutzen. Wir müssen immer darauf achten, dass 2 Betreuer beim Teich sind, wenn gebadet wird. Auch wenn der sehr nah am Haus ist, müssen immer 2 Betreuer tatsächlich für die Badeaufsicht eingeteilt sein. Deswegen nicht bitte einfach so morgens, wenn man der Erste ist, gleich in den Teich springen, sondern da müssen leider immer 2 Betreuer dabei sein. Jetzt kommt meine Lieblingsregel, vielmehr die alle lieben, Jungszimmer gleich Jungszimmer und Mädchen gleich Mädchenzimmer, Ausnahme keine. Genau. Und da achten wir auch sehr streng drauf. Es gibt ausgewiesene
Feuerplätze fürs Lagerfeuer, für den Grill. Ansonsten machen wir auf dem ganzen Gelände kein Feuer, einfach aus Sicherheitsgründen und brauchen wir ja auch nicht. Dann haben wir wieder auch in diesem Jahr unser Sprachcafé. Ein Betreuer von uns wird immer in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr in einem bestimmten Raum, den wir vor Ort dann finden und beschreiben, zur Verfügung stehen für Gespräche, für Fragen, für Nöte, für schöne Dinge. Also einfach, wenn ihr euch danach ist, könnt ihr einen von uns dann immer, der den Dienst hat, dafür in Anspruch nehmen. Grundsätzlich sind wir Betreuer aber immer ansprechbar, aber das sind halt diese Zeit ist halt eine besondere Zeit, wo der eine oder andere vielleicht dann auch mal einen Betreuer alleine haben will. Und diesen Raum wollen wir dafür schaffen. Genau, das nennen wir immer das sogenannte Sprachcafé. Ganz wichtig, diese Gespräche sind absolut vertraulich. Auch innerhalb der Betreuergruppe werden diese Gespräche nicht weitergegeben, es sei denn, der Betroffene oder die Betroffene hat es gewünscht, dass wir ein Problem lesen müssen. Ansonsten ist es ein ganz vertrauliches Gespräch. Unsere Zeiten, und damit sind wir auch schon fast am Ende. Wir haben eine wunderbare Abfahrtszeit. Und zwar fahren wir morgens am 19. um 6.30 Uhr los. Wir treffen uns ab 16.15 Uhr auf dem 6.15 Uhr um 6.15 Uhr am Schüsselteich. Ganz wichtig, wenn ihr am Schüsselteich ankommt, dann sucht ihr möglichst gleich Lena Mügge. Die wird sich da schon bemerkbar machen. Und dort gebt ihr bitte diesen Umschlag, der auch auf der Packliste steht, ab, nämlich den Personalausweis bzw. Reisepass oder Kinderausweis, eure Krankenkarte, Versicherungskarte, den Impfpass bzw. eine Kopie des Impfpasses, wenn vorhanden, und ganz wichtig, das Testergebnis. Und dieses sammeln wir erstmal ein. Gucken, ob alle Ausweise gültig sind. Ihr braucht nämlich einen gültigen Ausweis. Denn es kann gut sein, dass wir an der Grenze kontrolliert werden. Und deswegen müssen wir sicher sein, dass alle Ausweise wirklich dabei sind. Weil wir nicht wollen, dass die ganze Gruppe aufgehalten wird, weil vielleicht einer oder eine ihren Ausweis nicht dabei hat und wir dann in Schwierigkeiten kommen. Haben wir leider schon mal erlebt. Deswegen ganz wichtig dieser Punkt. Die Rückfahrt ist dann etwas entspannter. Wir fahren vor Ort um 10 etwa los, sind dann circa gegen 22 Uhr am 3. Juli wieder am Schüsselteich. Genau. Und jetzt kommt etwas, was ich jedes Jahr verteile, weil das etwas ist, was wir aus rechtlichen Gründen immer noch mal machen müssen, trotz Anmeldung, ist die Einverständniserklärung, die von den Eltern unterschrieben oder von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss. Wichtig ist dabei, dass wir die Personalausweisnummer haben und auch den Aufstellungsort und die Gültigkeit des Personalausweises. Und dann ist da noch einiges an Erlaubnissen und Abfragen bei, wie Fotos und so weiter. Es gibt auch die Möglichkeit, bei manchen Antworten Nein zu schreiben. Das hat nicht zur Konsequenz, dass man nicht mitfahren darf, sondern dann nur in diesem speziellen Fall, wie zum Beispiel bei der Badeerlaubnis, müssen wir halt als Betreuer darauf achten, dass ihr Kind nicht baden kann. Sie können diesen Zettel mit nach Hause nehmen, ihn zu Hause ganz in Ruhe ausfüllen und mir dann zurückschicken. Da muss ich eine Änderung zum letzten Jahr machen. Letztes Jahr hatte es gereicht, mir ein WhatsApp-Foto zu schicken. Das wird leider nicht mehr anerkannt. Ich muss das Original haben mit der Originalunterschrift. Insofern, wer in der Lage ist, es heute Abend schon auszufüllen, kann das natürlich gleich machen. Und dann haben wir den Zettel schon hier.
Ansonsten bitte vorher schicken und bitte bis vor dem 1. Juni. Wir müssen sicher sein, dass diese Einverständniserklärung vorliegt. Sollten Sie sie vergessen, ich werde Sie daran erinnern. Weil das ist leider etwas, was ganz wichtig ist. Gut. Gibt es an diesem Punkt noch Fragen? Gibt es aus dem Chat auch Fragen? Ja, deswegen habe ich am Eingang aufschreiben lassen, wer heute Abend da ist. Sie alle haben die, die jetzt im Chat sind und mir jetzt auf diesem Wege zuhören, Sie kriegen diese noch zugeschickt. Jetzt, diese Woche wird das mit der Post rausgehen, am Donnerstag wahrscheinlich. Außerdem werde ich sie auch noch auf unsere Internetseite stellen, da kann man sich das auch nochmal runterladen. Kann ja immer mal sein, dass man die Packliste verlegt. Ist in den letzten 10 Jahren 200 Mal vorgekommen, also deswegen kann man sich das auch im Internet runterladen. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ja? Dann verzweifeln wir alle. Also, wenn es vor der Abfahrt ist und der Test positiv ist, dann kann die betroffene Person leider nicht mitfahren. Und wenn ein Test in Österreich positiv sein sollte, müsste diese Person isoliert werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als Gruppe im Haus verhalten und möglichst nicht in Kontakt mit anderen treten, dass dieser furchtbare Fall nicht eintritt. Wenn der Test positiv ist und man deswegen nicht mit kann, werten wir das als höhere Gewalt und die Kosten der Fahrt werden, auch wenn es am letzten Tag ist, zu 100% erstattet. Denn das wünschen wir ja keinem. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Habe ich noch was vergessen? Wäre ja auch nicht das erste Mal. Ja. Genau. Wir hatten das im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren öfter, dass Leute dann 5 Minuten bevor der Bus abgefahren ist, aufgefallen ist, dass der Umschlag zu Hause ist. Also lieber doppelte Treibersäule. Genau, ich sage es noch einmal für die am Stream. Ganz wichtig, kontrollieren Sie jetzt, ob der Ausweis gültig ist. Jetzt kann man ihn noch ändern und diesen Umschlag bitte nicht vergessen. Ihr bekommt im Bus dann wahrscheinlich eure Ausweise auch wieder ausgehändigt und habt, damit ihr sie in Österreich habt. Aber wir sammeln die halt vorher ein, um sicher zu gehen, dass es an der Grenze keine Probleme gibt. Und meistens ist es auch so, so war es zumindest, wenn wir auf die Fähren fahren, dass man alle Ausweise geschlossen dem Grenzer zeigt. Und deswegen ist es einfacher, wenn wir die vorher schon mal eingesammelt. Gut, ja, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, ja. Ja, genau. Also bei der Anmeldung war das ja möglich, dass man aufschreibt, ob man gewisse Allergien hat oder Unverträglichkeiten hat oder ob man, wie viele von uns, Vegetarier sind oder nicht Vegetarier.
Vegane Küche bieten wir nicht an. Das ist leider nicht möglich, aber vegetarisch ist immer möglich und auch wird unsere Freizeit dieses Jahr sowieso nachhaltig sein und wir wollen möglichst nicht bei jeder Mahlzeit Fleisch haben. Also es ist viel Biokost und vegetarisches Essen. Aber wenn ihr es seid, sagt es bitte noch, damit die Küche sich darauf einstellen könnt. Ja? Ja! Steht das nicht auf der Packliste? Oh, jetzt habe ich aber auch einen Fehler gemacht. Genau, 20 Kilo pro Person. Genau. Also, 20 Kilo pro Person. Und wenn es geht, keine Rucksäcke. Und wenn es geht, Hartschalenkoffer vermeiden. Weiche Koffer lassen sich einfach besser packen. Ja. Es steht auch auf der Einverständniserklärung, Medikamente angewiesen ist, ja, folgende und Unverträglichkeiten kann man auch bitte mitteilen, weil das auch einmal für die Küche ist, aber auch für den medizinischen Bereich. Lena und Wenke sind übrigens vor Ort die, die sich um die Sani-Sachen kümmern. Wir haben auch einen Sani-Koffer mit 9 Medikamenten dabei. Genau. Kaya. Ja, also ich meinte jetzt keine großen Rucksäcke für das ganze Gepäck, sondern für den Bus, für das Handgepäck ist ein kleiner Rucksack sogar sehr von Vorteil, weil wir ja auch wandern. Da freust du dich ja besonders drauf, Kaya. Und dann können wir da unsere Sachen reintun. Also ein Rucksack, das wäre schon gut, ja. So einen kleinen Rucksack. Es ist nur, wenn man diese großen 20 Kilo fürs Gepäck nimmt, wir weisen jetzt keinen zurück, wenn man nichts anderes hat, aber die sind halt im Bus, die Busfahrer haben die nicht gerne, weil die sich manchmal mit den Schlaufen oder so verfangen. Und wenn sie dann kaputt gehen, dann muss man das ersetzen oder der Busfahrer das ersetzen. Deswegen wären weiche Koffer sind bevorzugt. Genau. Für die Busfahrt, das ist vielleicht nochmal wichtig, sollte auch wirklich jeder sein Proviant dabei haben, denn die Küche fährt nicht mit einem mobilen Kochtopf hinterher, sondern jeder von euch muss im Bus sich verpflegen. Wir brauchen ungefähr Fahrzeit 10 bis 12 Stunden. Dafür, aber ich habe es noch nie erlebt, dass einer hungrig aus dem Bus gestiegen ist. Also, aber trotzdem sage ich es nochmal an. Genauso Kleingeld für Sanifair ist ganz wichtig. Gerade jetzt auch, weil viele Gaststätten und Raststätten, wo wir sind, nur die Sanitätsanlagen aufhaben und nur über Geld dann auch Möglichkeit gibt, auf Toilette zu gehen. Die Busse haben in der Regel eine Toilette an Bord für Notfälle, aber ganz wichtig, Kleingeld für Sanifair. Gut, ja, es waren ja doch noch einiges an Fragen. Gibt es noch weitere Fragen? Okay, dann denke ich, sind wir für heute Abend durch. Nochmal an die Einverständniserklärung erinnert bis zum 1. Juni und oder wenn Sie wollen auch gleich. Ich bin noch einen Moment hier in der Kirche. Wenn Sie noch
Fragen persönlich haben oder irgendwas mir über ihr Kind oder so sagen wollen, was sie nicht in der Öffentlichkeit sagen, bin ich dafür da. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg. Bleibt alle gesund und steckt euch nicht an. Und ich freue mich echt, wenn wir tatsächlich dieses Jahr losfahren können und uns endlich mal dann im Freizeithaus wieder etwas normaler bewegen können als so in Freizeit und Schule. Falls noch nicht geschehen, am Eingang lag die Liste mit dem Teilnehmernamen. Da einmal unterschreiben, dann weiß ich auch, wer die Unterlagen bekommen hat. Ansonsten sehen wir uns dann am 19. frühmorgens um 6.15 Uhr. Gut, Dankeschön. Ja, wunderbar.